Ja, ich bin Thilo Kortmann, Journalist und Filmemacher. Sie fragen sich jetzt sicherlich, was Möpse mit Bomben miteinander zu tun haben. War folgendermaßen: Ich wohne im Klinikviertel. Ich gehörte auch zu denjenigen, die dann evakuiert werden mussten am Tag der Bombenentschärfung. Ja, wir mussten dann zu der Mutter von meiner Freundin ausweichen und die ist ein ganz großer Mops-Fan. Sie hat selber auch einen Mops, der heißt Gypsy. Und ja, so ist der Film dann entstanden. Also Sie sehen, eine Bombenstimmung herrscht auch hier. Ja, Embedded Journalist Thilo Kortmann meldet sich gerade aus dem Kriegsgebiet, aus dem äußersten Süden Dortmunds. Hier schlagen weiße kleine Bomben ein. Ja, es geht hier ganz schön zur Sache. Durch reißende Gebirgsbäche müssen sich die Soldaten hier kämpfen. Durch eine spezielle Entspannungshose versuchen sich die Soldaten von den anstrengenden Kriegsgefechten zu erholen.